Ja, die Lauferei beherrscht jetzt hier gerade alles ein bisschen. Deshalb würde ich Ja, sagen, es ist. unterhält uns der Arnold mal ein bisschen. Ja, Mit seiner Arnold, sag mal was. Mikrofonstimme. Ich muss sie schon, bitte lasst mich. Aber das Problem Kreativität. Tenor. Oh, Ja gut, man freundlich. kann ja eh Ja. nur eindimensional die Sachen draufkleben. Das heißt, wir malen jetzt mal so auf den Nee, kann Tenor. man nicht. Eben nicht. Wie kann man nicht? Es geht. Arnold, wie viel Holz hast du? Du kannst nur Mehrdimensional. eindimensional Holz? Ich habe draufknallen. kein Du Holz. kannst seitlich Null. X dran machen. Null. Ich habe eins. Dann wären wir sehr Ich mein kreativ. schon. Nein, Also das ging ja das letzte Mal auch nicht. Wieso sollten das jetzt gehen die auf Videos, die einmal? ich mir angeguckt hatte, die haben das, konnten das. Ja, aber wir konnten das nicht. Bin mir ziemlich Ach so. sicher. Ja, noch an alle, ihr könnt drehen, den Gegenstand drehen, indem ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet. Ah, okay. Vielleicht Mit allem geht's das Wissen. dann. Ja, das Ja. wusste ich nicht. Dann wird es Ja, vielleicht ich. gehen, weil dann kann man es ja so drehen, dass man dann seitlich dran knallt. Ja. Richtig. Kreativität. Toll, was will ich jetzt mit 12 Pixel Mensch, der machen? Vogel hat einen ganz guten Verbrauch. Also ich probiere es nochmal mit Eisen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube nur Holz. Ich meine, es ist eigentlich unser Ist natürlich. Vorteil, weil ich glaube, die anderen haben nicht so viel Holz, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass die was Kreativität des TFTs hinkriegen. Schauen wir mal. Ich meine, wir haben ein Holz. Das heißt, wenn wir mit Holz bauen, können wir Nein, ihr habt ein. mehr Holz. Du musst ja gucken, was der Mushroom hat, oder? Der hat doch euer Ding Mushroom, wie viel diesmal. hast du? Wir haben gar kein Holz. Okay, ich habe eins. Das heißt, ich glaube, in der Summe haben wir eins. Das Und das heißt, ist das, das was ist du schon mal. nachträglich aufgenommen hast. Jawohl. Ja, egal, Ein ist jetzt Holz halt und so, das ne? Spirit. Ja, Also dann ich müsst wäre ihr halt dafür, daraus. dass wir das nachträglich aufgenommene nochmal zurücknehmen, Simon. Das ist eindeutig zu viel. Ja, Ja, da muss eindeutig. ein Spirit drauf machen. Und weißt du, was der Gag ist? Da es ja Kunst ist, kann sogar sein, dass dieses einzelne, das verlorene Genau. Ding in dieser großen, weiten, runden Schale ist und dann gewinnen sie damit Wenn wir noch. es richtig anordnen, schon. Vor allem Minimalistisch, ja. anordnen. Ja, weißt du, ich kenne Kunst von außen, deswegen hasse ich Kunst eigentlich. Weil das so, da kannst du wunderschön malen, zeichnen, was auch immer. Kunst ist irgendwas ganz anderes. Ich habe das Passt halt gerade gehasst, das nicht Fach. zur Ära, ja. Ja, nee, ich habe das echt gehasst, das Fach. Gemalt, gezeichnet habe ich super gern. Das hat echt Spaß gemacht und so. Gerade in Kindheitstagen habe ich als Pokémon nachgezeichnet. Richtig Oh gut. ja, da kann ich mich noch erinnern. Aber Kunst, ey, Alter, das war das behindertste Fach. Da hast du dich echt angestrengt, richtig geile Sachen gemacht. Sogar nach den Vorgaben gehalten, wenn es hieß, ja, nach Künstler so und so, wie jetzt Van Gogh oder so, mal bitte. Machst du das, strengst dich voll an und dann hast du so einen Tischnachbar, der nur die Kacke malt, ne? Und dann sag, heißt bei dem ja 1 bis 2 oder so, 1 minus, ne? Da hat er sich ja so richtig in diese Dinge versetzt. Tralala, du gibst ab, ja, hier so 3 bis 4, ist nicht so gelungen und Ja. so. Ey, Alter, ich hab das so gehasst. Ich hab die Lehrer alle gehasst, Kunstlehrer, ich hab sie alle gehasst. Ich war Wer immer einer, der Scheiße traumatisiert? gemalt hat. Ich habe auch immer nur geschmiert. Ja, aber ganz ehrlich, die so geschmiert haben, haben am Ende meistens noch die besten Bilder gehabt. Das ist echt Nee, zu da beobachten. liegst du definitiv falsch, auf jeden Fall bei Aber mir. mir war das schon so. Ich könnte jetzt Namen nennen, aber das sagt unseren Zuschauern nichts, weil die nicht, weil das ist eher privat. Egal. Also, oh, hör mir auf. Deutsch war genauso die Kacke. Deutsch fand ich genauso schlimm mit ihren komischen Büchern, mit irgendwelchen Schriftstellern, die meiner Meinung nach überhaupt kein Deutsch beherrscht haben, mit ihren Pilar, bitte. Ja, ne, die Kafka. gehen ja noch, aber eben ja so Kafka, der irgendwie nie was Thomas beendet Mann. hat. Und ich sage auch nur Kohlhaas oder so, der hat ja eine Seite bestand aus einem Satz, ne? Punkt hat er vergessen zu setzen. War aber nicht Kohlhaas, Ja, sondern die Kreis. Geschichte war Kohlhaas, aber ja. Der Kohlhaas. Ja, da kommt jetzt ins Kino, ne? Kohlhaas. War Also, der nicht schon im Kino? ja, aber halt nochmal neu verfilmt halt jetzt oder so. Ja, ich dachte, ich meinte, das wäre Ach schon, so, kommt es ja, neu? kann auch sein, dass er schon nicht so Hm. von Franzosen oder so ist der gemacht, glaube ich. Oh, da kann man Oh, sich ja. das angucken. So. Oh, ich bin fast in der Stadt. Hier ist so viel Holz. Ja, achtet mal drauf, da der bunte Abt und ganz viel Herdflower mit. Und dass er die auch noch dran malt. Ich sehe aber gar nicht so weit hinten dran. Nee, sag ich ja. Das hat nicht so viel Meinst du ausgemacht. Mushroom? Der bunte Abt. Ups. Ja, ich meine natürlich den Mushroom, den bunten, ja. Also wir sind am Arsch der So, Welt. ich kann die ersten Häuser sehen. Echt? Nee, Warte, noch bis du da nicht. sind Ah, können. doch, da links. Er ist ein Ein bisschen dumm Kilometer. vorbeilaufen. Komm jetzt, du hässliches Vieh, ich will auf dich reiten. So.
Ja, bei mir können wir uns ja jetzt Zeit lassen. Ja, wie lange hat man jetzt Zeit? Das im Prinzip schaffen es ja jetzt beide Teams. Ist ja jetzt egal, oder? Ja, ich werde einfach willkürlich sagen, so, jetzt ist es zu spät. So, jetzt ist es zu spät. Du siehst ja, wie ja. Wir Tempo machen. Also, es bleibt gleich. Und wo ist jetzt die Schmiede? Ja, da es ein Holzding ist, müssen wir nicht zur Schmiede, sondern zu dem, zum Bogner. Der da so eine Workbench hat. Zumindest ist es so bei meinem Holzdings-Stab. Kurz. Also die Schmiede ist im Normalfall nicht. Venture also, District. Okay. Wir müssen in den Ding-District, in den Crafting-District. Aber ich sehe nicht, meine Map ist kaputt. Irgendwie so. Ah ne, jetzt geht's wieder. Da hinten ist eine Schmiede, also das ist alles immer bei Sam. Der ist da, der Crafting District. Sorry. Ganz da, so schräg hoch. Ja, bin ja unterwegs. Crafting District. Ha. Also das ist jetzt eine Schmiede, du kannst mal probieren, ob da am Amboss das... Ne, hier ist eine... Hier ist eine Customation, da muss ich hin. Aber gib mir mal das Ding jetzt. Ja, warte. Sonst kann ich es nicht. Ja. Arnold, ich glaube, ich habe vergessen... Erstmal hier der Spirit. Genau. Arnold, ich glaube, ich habe vergessen, den Spirit aufzulegen. Ja, ne? Ich wollte sagen, links unten steht gar nichts. Nee, Spaß, ich hab's. Doch, hast du. Ah. Doch, Arnold. Ich wollte ein bisschen allgemeine Verunsicherung reinbringen hier. Habe ich dir das richtig abgeworfen? Nur beim Arnold. Wie geht es nochmal, dass man das bearbeiten kann? Oh, ich weiß schon wieder nicht mehr. Ah, jetzt. Ich hab's. Okay. Okay, so kann man es drehen. So, also Simon, wir müssen definitiv den Boomerang nehmen mit Holz. Ja. Aha. Zu oder vom gegnerischen Team zu gewinnen. Ah fuck, wir müssen das Wort noch bearbeiten, sonst können wir es nicht verwenden. Hat's bemerkt? Simon, das hättest du uns früher sagen sollen. Was? Ich, also, ja, sehr ich muss zugeben, also das, da habe ich nicht dran gedacht, dass es das beim Holzbogen natürlich nur mit Holz geht, aber das trifft ja alle jetzt. Das ist Zufall. Mushroom, wieso hast du ein Boot? Das ist mein Boot. Also, dass hier jetzt unten Woodcube steht, das steht nur das, weil... Ich hab mein Boot, Lustig ist, dass ich einmal auf einmal Zweige hatte, das war... Ah, aber das ist Gas. Irgendwie so, das ist so kritisch getroffenes ja, Holz genau herstellen. Genau, so kritische Bearbeitung, dann kriegst du mehr. Ja, ist echt so. Ich habe jetzt nämlich 14, ja. Voll cool. Das heißt, wenn ihr Glück habt, schafft ihr sogar aus eurem ein Holz zwei zu machen. Mittlerweile haben wir zwei Holz. Wieso habt ihr jetzt zwei Holz? Ich hab mal eins gefunden unterwegs. Ja, das giltet ja nicht. Ich hab extra gefragt, dass man das nicht darf. Ich hab's aber nicht aufgenommen. Es ist mir in die Tasche gesprungen. Ja, was? Quatsch, Alter. Kann man jemals denken, Alter? Disqualifikation, ganz ehrlich. Ich hab extra gefragt, da war so viel Holz auf dem Weg. Ich hab das nur eins aufgenommen. Na und? Du hast vorher schon eins aufgenommen, wo du es nicht durfst. Jetzt ja, hast du schon wieder eins aufgenommen. Ich als Spielleiter sag natürlich, ja, es ist Pech, dass ihr jetzt so viel Eisen habt. Ja, ich sag, wir können die verlorene Seele machen, aber es gibt definitiv Minuspunkte. So, jetzt bin ich am überlegen, was wir machen könnten. Okay, den einen Holz werfe ich noch weg. Also muss ich den da hier steht auch gar nicht mehr aufnehmen. So, da sind wir mal. Arnold, wo aktivierst du das Boot? An der Fähigkeitsleiste? Geh. Es lebt. Der Arnold hat vorher doch Holz gefunden und hat alles zum Boot gebaut. Geh. Du musst das kaufen fahren, wenn du die Fähigkeit lernen. Aber man muss das Boot vorhin ablegen. Nee, das ist ja ganz normal bei deinen Gegenständen drin, so wie es Pets. Stimmt, ich habe das voll vergessen. Ich habe auch gedacht, oh, Wasser, scheiße, hätte ich jetzt einen Boden. Ich hab's ja noch im Inventar, scheiße. Achso, ich hab's nämlich abgelegt. Ah, komm, dreh dich jetzt hier, so. Wo ist mein Schwein? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Achso, das ist das Ding, fuck. Right. Bau jetzt halt irgendwas, keine Ahnung. Bau eine Sonne, Ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert, geschweige denn, wie es aussieht. Also von du dem kannst halt jeden Pixel da hinsetzen, wo du willst, im Prinzip. So, Arno, wo können wir Holz bearbeiten? Komm. Such du schon mal, du bist vorne. Genau da, wo wir sind, so für so ein Netz sind wir sogar. Seid ihr schon da? Ja. Was? Mensch. So, ist das jetzt bearbeitet oder nicht?
Ah ja, aber das ist nicht kreativ. Ich will noch was ausprobieren hier. Okay, oh. Bearbeite du mal, ich halte es da noch eine Weile auf. Ja, ich probiere jetzt doch mal Iron, ob es vielleicht doch geht. Arnold! Wenn wir uns Holz dran machen. Das wäre ja ein Vorteil für die wieder mal. Arnold, wenn wir uns Holz dran machen, brauchen wir irgendeinen Bezug zu der Geschichte, die das Simon erzählt hat. Das ist unsere einzige Chance, irgendwie zu punkten. Mit euren einzigen Wood-Ding und euren. Ihr habt eh schon Minuspunkte, von dem her habt ihr gar keine Chance mehr. Das werden wir noch sehen. Ich versuche mir ziemlich Gedanken zu machen über. Nee, geht nicht. Dass also zur Geschichte passt. Geht's nicht. Okay, ja, dann. So, höchstens das nächste Mal. Silber vielleicht, war mal irgendwas. Also, Silber, ein Holz liegt hier, das habe ich weg, jetzt habe ich noch Silber. Eins. So, probieren wir das mal. Aus. Kann man ja Holz bauen, nee, Silber geht auch nicht. Also. Okay, schade. Gut, Pech gehabt. Nur Minuspunkt an den Spielleiter. Ja, da liegt ja, ein Holz. Okay. Da liegt ein Holz. Nimm's! Hab ich gerade hingelegt. wo kann man jetzt. Ja, ich weiß nicht, was machen wir. Das ist so eine runde Kacke. Da können wir das Loch zumachen in der Mitte. Cool, Cryers. Wo ist denn die Säge? Wir könnten ein Schwein draus machen. Ja, mach ein Schwein draus. Arnold, wo ist die Säge? Hilf mir mal bitte suchen. Ein Schwein, das lacht. Irgendwo muss die Säge sein. Da oben, ne? Nein. Doch, da muss doch eine Säge sein. Wo? Da, hier ist sie. Ah ja, sehr schön. Okay, Schwein wird schwierig, weil wir zu wenig Holz haben. Bin wirklich sehr gespannt, das wird sicherlich lustig. Okay, ich habe ein Holz. Zurück zur Werkstatt. Der Pixel. Mach das Schild von Captain America. Ich hab dir keinen Crit getroffen. Oh, das tut mir jetzt aber irgendwie leid. Ja. Nee, wir haben nicht so viel, Martin, dass ich hier so eine Captain America Schild. Also, Arno, gibst du mir das Schild? Ja. Versuchen wir mal was zu überlegen. So, ich hab jetzt ein Gesicht mit einem Own Holy Spirit Piercing. Ja, also. Oh. Lass mich überraschen. Das Loch anschauen. Ist so riesig, ich würde es gern kleiner machen. Macht euch echt viele Gedanken, das ist irgendwie süß. Ja, wir müssen dich beeindrucken. Ja, gut, es geht immerhin um ein paar Sachen. Ja, das geht um voll viel Sachen. Und überleg mal in den nächsten Folgen, wie viele Heiltränke wir nicht mehr haben, wegen mir. Egal, ja, ich kann mich selber heilen. Da ist gar nichts theoretisch. Ja, ich hab genügend Heiltränke. Keine Ahnung. Ich kann es ja Martin nochmal geben, um dass er guckt, wie es aussieht. Ja. Genau, ich lasse dann nochmal meiner Kreativität freien Lauf. Ne, guck mal hier. Guck dir das mal an. Nimm's mal auf. Ey. Oh, Arno, das ist wirklich das Hopfen und Malz verloren. Ich will gar nicht das jetzt hier anschauen. Ah ja, nee, das war scheiße. Einfach, überleg einfach auf die Workbench gehen und dann rechtsklick auf die Waffe drauf. Das sieht schon geil aus, oder? Sieht aus wie so ein Bär. Ah ja, mit dem Piercing, ich find's gut. Lassen wir, oder? So unsymmetrisch, ach man. Egal. Gib's mir einfach ab, wir machen weiter. Scheißegal, dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Es gibt keine nächste Aufgabe, das ist Finale, du Held. Ach so. Also die nächste Aufgabe ist dann bei der Sprengung zuzugucken, aber... Ja, ja. Richtig. Aber das gegnerische Team dürfte das andere... Ja, egal. So, ich wäre auch fertig. Ja, komm. Ja, dann. Kommt Rampage, zu mir, oder hast du jetzt noch was dran geändert? Ach, je. Yeah. Ich weiß nicht, wir könnten vielleicht noch drei Haare machen oder so. Das ist echt, Ja, gemein. Wir haben aber kein Ding mehr, keine Dinge zum Verwenden, das ist das Problem. Weißt du, was ich meine? Ich bastel da mal kurz ein bisschen was. Oh, das geht ja gar nicht. Doch, du musst drehen, dass du kannst immer nur so quasi von der Sicht oben drauf klallen. Deswegen. So. Mit Mausrad kannst du drehen. Also die Taste des Mausrads drücken. Fabi, bist fertig? Ich bin fertig mit unserem Kunstwerk. Dann gib's ihm ab. Okay. Simon, wo bist du? Ich bewege mich nicht. Komm mal, jetzt fertig. Wir wollen einen Zeitbonus noch haben. Ich komme mal zu dir. Okay, dann haben wir jetzt nicht mehr. So. Zeig mal. Ich habe ihm noch zwei Haare verpasst, wie gehe ich da weg? Jetzt habe ich es jetzt. Ja. Jungs, ich glaube, das Finale oder besser gesagt die Bestrafung hat sich eh erledigt, weil alle Gegenstände weg sind. Echt jetzt? Alle Gegenstände sind weg. Ja, das war ja klar. Das haben wir schon mal gedacht. Simon, hier! Unser Schild sind weg! Ich habe dir extra gesagt, sind die sicher nicht noch da und jetzt haben wir hier. Ja, natürlich, warum sollten die eigentlich weg sein? Die sollten ja eigentlich nicht weg sein. Simon, wo bist denn du? Er hat's alle geklaut. Da oben ist er.
Er hat sie alle geklaut, egal. Aber ich. Mehr Games jetzt trotzdem haben. Simon, das ist gemein. Ja, die sind echt weg. Wie? Unerwartet. Ja, das sind viel zu viele Gegenstände auf einem Fleck gewesen. Ich glaube nicht, dass der Server das dann speichert, weißt du? Ah, ach so. Wie kommen wir da hoch? Können wir es hier da vorne hinschmeißen? Tja. Nein, ihr solltet es bitte hochbringen zu mir. Ja, wo bist du überhaupt? Da oben? Achso, da hinten. Wie kommen wir da hoch? Ja, dann müssen wir nach uns eine andere Bestrafung überlegen. So geht's ja nicht. Die Laterne, glaube ich, ne? Ja, wo bist denn du? Da oben. Ja. Da sollen wir jetzt hoch zu dir. Ja, so hier auf dem Holz hätte ich es gern präsentiert. Hochklettern kann man hier auf jeden Fall nicht. Doch, kann man hier hochklettern. Nein. Kann man nicht, scheiße. Ich dachte, so eine Mini-Quest am Schluss ist sicherlich noch ganz lustig. Mal kurz. Dass ihr immer den direkten Weg nehmen müsst. Tja, ist das so direkt, was ich hier mache? Fuck, runtergeflogen. Warte mal kurz. Naja, du nicht so. Na so. Also es müssen natürlich beide vom Team hier sein, ne, damit man das präsentieren kann. Kann man sich nochmal ducken? Nee, man kann sich nicht ducken. Bring dir eh nichts, darüber kommst du nicht. Das kann nur von da aus sein, aber von da komm ich nicht hoch. Wieso ist das jetzt so problematisch? Ich hab das ganz spontan gemacht. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Ja, du machst aber immer so Sachen, so blöd. Die Laterne kommt man ja nicht hoch, ne? Nee, leider nicht. Und hier. Da komm ich jetzt durch runter, wenn das nicht hoch schafft. Also ich bin über das Haus auf die Bäume und dann hier runtergesprungen. Ja, aber das Haus, wie will man da hochkommen? Ah, oh, bitte. Sein. Ja, aber doch, hier, Moment. Das ist überall Überhang. War hier? Moment. Oh, das ist eine gute Frage, wie bin ich da hochgekommen? Ja, siehst du schummelst. Ich weiß es selber nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ja, das ist Überhang überall, da kommt man nicht so einfach hoch. Ja, aber ich... Ja, warte, ich hab eine Idee, wie man es schaffen könnte. Ja, ist jetzt egal, dann machen wir das eben auf dem... Warte doch mal, ich bin gerade dran. Dabei. Also ich bin jetzt auf dem Baum und von hier aus müsste ich es vielleicht theoretisch schaffen können. Bin nach unten gefallen. Moment. Yep, ich hab's geschafft. Da. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ja, ich hab's geschafft. Ja, das freut mich für dich. No, Rampage macht's ein bisschen hinterher. Nummer 1 höher, ganz hoch auf die Krone. Müssen wir die Dinger unten abgeben. Jetzt. Weh, ich sterb darüber jetzt. Nee, du stirbst nicht. Fliegst noch aufs Fressbrett. So, wir haben es geschafft. Challenge. Eindeutig gewonnen, würde ich sagen. Ja, gut, dann kommt mal runter. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. So. So, jetzt willst unser geiles Gesicht. Aber halt, ja, wer will zuerst? Och, sieht das scheiße aus von euch. Du siehst schon auf die falsche Seite, Depp. Ja, ich jetzt nimm's ja weg, der Assi! So, nee, du warst. Ich dachte, mein Mushroom warst. Musste mir natürlich. Der Parker greift an. So, dann gucken wir mal, okay. Also, das mit ein bisschen mehr Sachen, das ist unser. Ja, das dachte ich mir. Ich glaube, ich muss doch mal. Na, wir gehen am besten mal zur Modifikationsbank. Ich glaube, da kann ich es mir am besten angucken. Mach gut. Also, wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt. Ja, okay. Da steckt ganz viel Schweiß und Liebe vor allem drin. Aha. Ja. Leider wurde es von der Kirche als unheilig beachtet, wobei wir das gar nicht wissen. Warum? Hey, das Zeug ist doch da. Hey, bei mir nicht. Ah, doch, ist das Zeug hier noch da? Das hier? Ja. Ja, aber das ist nicht meins. Das ist Fabis. Yeah, das ist Fabian. Ist es da? Fabians ist da? Das glaube ich braucht eine Weile, kann das sein? Ja, dann lädt's. Ja. Okay. Ja, wo war denn der Schmied? Der Schmied war im Crafting District. Ja, alles klar. Oh je. Yeah. Bleib mal hier in der Hoffnung, es kommt zurück.
Also Arnold, ich verabschiede mich schon mal von unseren Gegenständen. Ja, wenn unsere nicht kommen, habt ihr automatisch gewonnen, ne? Doch, meine sind fehlen. Schon da. Achso, okay. Meine sind da, ja. Ah, meine fehlen. Ah. Naja. Simon, kommst du? Ja, ich, wo ist denn? Ach, bei dir? Ja, bei uns. Ah, da oben. Alles klar. So, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also erstmal gucke ich das minimalistische Werk des Teams Invalid an. Okay. Invalid. Auch wenn ich gerade die Werkbank nicht anvisieren kann. Steig von deinem Reit hier runter. Ah, vielen Dank, ja. Ah! Steig runter, verdammt. Ja. So. Du sollst nicht rumwerfen, das geht kaputt. Ah, okay. Sehr gekonnt. Ja. Wo ist denn das Spirit? Den habe ich weggelassen. Ja, dann ist er... Okay. Das hätte nicht gut ausgesehen. Meine einzige Chance. Ja, und das ging es doch rein, den reinzubringen. Das ist ja gerade die Challenge gewesen, den geil zu verpacken. Okay, ich lass Simon entscheiden. Also, das andere ist irgendwie mit Popel oder was macht der? Nein, das ist ein Piercing, das ist doch eindeutig. Das ist ein Piercing. Unholy Piercing. Okay. So, logisch. Ein Ohrring hätten wir auch noch machen können. Das andere, das ist ein Mann mit geschlossenen Augen, geschlossenem Mund und einem Haar auf dem Kopf. Das ist der Fabi. Und... Oh, dann ist es natürlich sehr getroffen. Wenn man es nämlich umdreht, auf den Kopf stellt, das hat schon viel Ähnlichkeit. So ein dürrer Hals und dann der große Kopf. Okay, dann müssen wir das andere nochmal angucken. Okay, das ist... Ist da umdreht? Okay. Ja, vielleicht wollen die Künstler auch mal was zu sagen zu ihrem Werk. Team nicht invalid? Arnold, was wollen wir dazu sagen? Wir haben einfach versucht, den fröhlichen Geschichten à la Max und Moritz von Wilhelm Busch etwas mehr Ausdruck zu verleihen, haben deshalb den Schild oder den Bumerang ein Smiley verpasst und natürlich noch die Haare, die sind nicht zu vergessen sind, mit dem Nasenpiercing. Das ist ja, also so eine moderne... Der soll ein bisschen die Jugend ausdrücken. Ja, ja, so die moderne Adaption Jugend... von Max und Moritz. Genau, ja, so kann man sagen, ne? Genau. Okay, 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 gut, gut. Also das Thema aufgegriffen von dem von dem Adventure. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Stopp. Gut, okay, das war im Hinterkopf. So, das andere Team, was sagt ihr zu eurem Werk? Also, ein rein natürliches Produkt, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Das wird natürlich nur fertig gekonnt, da man zum glücklicherweise nur Holz verwendet durfte, wo wir nur eins natürlich gehabt haben, was natürlich kein Mensch vorher gesagt hat. Das wussten wir auch nicht, okay? Diese Challenge natürlich total dann einfach noch Glücksfall war. Ja, Moment, ihr sollt jetzt nicht jammern, ihr sollt was zu eurem Werk sagen. Rein natürliches Produkt mit einem Stück Holz von weit, weit weg. Und okay. Far, far away. Das war's. Das ist schwer, also das ist minimalistische, wie das so darstellt, also ja. Aber man kann meinen, sie haben an Material gespart. Ja, genau, die hat an Umwelt gedacht, weniger Bäume gefällt, ist ordentlich ein Argument, ne? Okay, Umweltschutz. So, wie hieß denn das Max und Moritz Werk auf dem Kopf? Was? Sieht aus wie so ein Männchen. Ja, aber gut. Ich habe mich aber letzten Endes... Moment, wir müssen zu den Bomben. Zum großen Finale. Ich habe mich entschieden. Ja gut, unsere Dinger sind ja nicht da. Oder meinst du? Wem gehört das hier? Das vom Madin ist da, das vom Fabian jeder, ist da. Jeder steht mal zu seinem Haufen. Eins ist vom Madin da. Jeder steht mal zu seinem Haufen, komm. Okay, mein Haufen war irgendwo eigentlich hier. Jeder steht mal zu seinem Haufen. Alter, ich hab ein Boot gekauft und der ganze Scheiß. Weißt du, wie teuer das war? Nicht Boot, ein Flugzeug. Jetzt ist das weg. Also das letzte Mal hat es bei mir funktioniert, ich habe einfach wieder an der Stelle was gedroppt, wo ich was verloren habe. Ich glaube einfach, dass es nur eine begrenzte Menge an Sachen droppen können an einem Gebiet. Achso, die rumliegen bleiben können, meinst du? Denk mal schon, ja. Kann sein, dass sogar nicht mal alles von euch da ist, was da liegt. Ich weiß das werden wir dann schon sehen. Ja. So. Ich habe mich auch entschieden, und zwar kriege ich eine Fanfare oder so? Ist jetzt hier eine Bombe hier rein.
Ich habe mich für Max und Moritz entschieden und Fabian fliegt in die Luft. Yay! Yay. Ja, aber das bringt mir nichts an. Und leider ist meine ganze Gegenstände noch da. Ja, das ist leider Resultat aus allem, ich kann die Gegenstände gar nicht in die Luft sprengen. Aber so habt ihr euch angestrengt. Das funktioniert leider wirklich nicht. Die bleiben immer liegen. Also. Toll, die Verlierer sind jetzt dann Ray und ich. Ja, aber echt? Ja, richtig. Ihr seid Wichser, Alter. Ja, vor allem, gerade ich, wo halt mega viel wichtiges Zeug hatte, aber gut. Wir teilen gerne mit euch, was wir haben. Ist nur ein Spiel. Man muss ja aber auch dazu erwähnen, dass wahrscheinlich in Aussicht steht, dass Cube World unterbrochen wird. Um das jetzt mal hier ein bisschen negativer Punkt reinzubringen. Weil, ja, weil halt Cube World einfach nicht so viel zu bieten hat. Deswegen haben wir das Adventure gemacht. Das war jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Ja, jetzt aber, so alles eigentlich mal ausgeschöpft, was es so gibt. Ja, also wir haben jetzt, ja, im Großen und Ganzen gibt es ja noch nicht so viel. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Ehepaar, das sind nur zwei Leute. Die haben, denke ich, auch noch selber einen eigenen Beruf, wo sie nachgehen. Und jeder, der schon mal zumindest in irgendeiner Art und Weise ein Spiel entwickelt hat, der weiß, was seine Arbeit da drin steckt. Und das dann zu zweit, auch mit eigenem Content und allem Möglichen. Ich glaube einfach, ja, dass das halt schon ewig geht, bis sie da weiterkommen. Und deswegen würden wir an dieser Stelle sagen, gibt es jetzt erstmal dann auch eine Pause. Cube World. Das große Finale. Ja, also zumindest mal erstmal. Und dann, wenn es ein Update gibt oder so, oder wenn wir einfach so wieder Lust drauf verspüren, selbst wenn es jetzt kein Update gibt, dann kommen wir wieder zurück. Oder wenn jetzt hier auf einmal 10, 20 Kommentare unter dem letzten Video hier stehen, nein, wir wollen Cube World, dann können wir da nochmal, ja, dann können wir da nochmal drüber reden, das ist ja dann kein Thema. Ja, bitte. Aber meine ansonsten... Laterne ist weg. What the fuck? Brauchst du noch eine Laterne? Ich hab noch. Glaub ich. Ja, aber ansonsten war es das jetzt erstmal. Oh, mein Zeug ist wieder da. Feuerwerk! Auf. Ja, das kommt jetzt noch mal auf. Hey! E-Button-Smash. Ist er weg? Hey, die Gegenstände sind wieder da. Ey, ach Mann, ist direkt genau da, wo ich bin. Was soll denn der Scheiß? Hey, die Gegenstände sind wieder da. Eure Gegenstände sind wieder da. Dann ist es eher so, dass sie nicht angezeigt werden, wenn zu viel los ist. Nein, egal. Button-Smashing. Okay, aber wie du gesagt hast, die Pause für Cube World. Ja, dann würde ich sagen, ich hab noch ein kurzes Abschlussgedicht. Natürlich okay. Von Herrn Wilhelm Busch. Gut, ja, dann zum Abschluss. Mein Finger tut schon weh, aber ist okay. Ich glaube, man versteht nicht so viel bei... So soll ich noch warten, bis er Mathieu wieder alles aufgenommen hat? Dann haben wir jetzt noch mal 5 Minuten Videomaterial oder sowas. Ja, ja. Das ist auch spannend, wie hier E-Button. Das ist sicherlich mod spannend. Also Leute, die das jetzt richtig interessiert, die können mal, gerade unten sehen sie ja immer, wie You Receive und Mushroom Receive steht. Dann können jetzt ausrechnen, was unsere Klickrate ist. Also wer das jetzt macht, der, keine Ahnung, der kriegt einen Bonuscode für War Thunder oder sowas. Haben wir sogar noch was. Ja. Oder für Tanks haben wir auch noch bestimmt was oder so. Wir haben noch Mauspads. Also wer das ausrechnet, wer die Klickrate von Mushroom und mehr Mauspads kriegt, das kriegt eh keiner hin, aber ist egal. Der kriegt noch ein World of Tanks Paket aus Modellpanzern und Mauspad und alles mögliche. Muss das Porto selber zahlen? Nee, natürlich nicht. Nee, das zahlen wir. Nee, aber das zahle Flavi. Dann kann er mit den Modellpanzern kann er World of Tanks in Real Life spielen. Alter, wie viel Zeug habe ich denn, Alter? Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, jetzt liegen da nur noch Sachen, die ich doppelt habe. Die ich vorher während dem Ding aufgenommen habe. So. Gut, sind wir dann soweit? Nee, das ist noch nicht alles. Noch nicht alles? Nee, warte mal kurz. Ich werf gerade mal kurz das Zeug hier weg, was doppelt ist. Wo ist denn das Zeug? Ich hab sogar schon 51. Er fliegt alles in die Luft. Mein Vogel ist tot. Ich bin nicht tot. Du fliegst in die Luft. Ich flieg noch. Hey, guck mal. Ich flieg. Hey. Wie geil. Ach, Mann, Leute. Ey, jetzt habt ihr mich in die Luft gesprengt. Hey, ich bin ein Genie. Du, der Mark, oh, jetzt ist der Vogel wieder da. Warte, ist der Vogel wieder da.
Oh ja, Keyboard. Du schönes. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf. Wie ich da rumschwebe. Genau, abgeben. Vielleicht versteckt sich da unten drunter noch was, deswegen. Was ist denn jetzt Hörflower noch? Ich hab 53. Ich dachte, so viel kann man gar nicht aufnehmen. Ach, ich glaube, das ist jetzt alles. Ich glaube, ich habe alles. Sag mal, wie viele Bomben habt ihr denn? Viel zu viel, glaube ich. Wer hat denn da so sein Geld rausgeschwendet? Das kann nur ein Spielchen sein. Wow. Glaube ich auch, ja. So. Aber ich bin ja gar nicht der Bombenleger. Deshalb siehst du es auch hinter dir her, ne? Ja. Sag mal. So, jetzt erstmal wieder die richtige Iron Lamp rein. So, jetzt Abschluss. Jetzt, das Abschlussgedicht. Ja, vielen Dank an Herrn Wilhelm Busch für seine tatkräftige Unterstützung. Und zum Abschluss. Na, nun hat er seine Ruhe. Ratsch, man zieht den Vorhang zu. Vielen Dank. Das können wir gerade Ende. Also am Ende auch nochmal vielen Dank an Simon, der hier dem langweiligen Keyboard-Spiel nochmal ein bisschen Leben eingehaucht hat. Ich hoffe, euch haben die, keine Ahnung, wie viele Parts, die wir jetzt haben, gefallen. Wahrscheinlich sind es einige. 4 oder 5. Ja, ich denke, am Ende verdient das Siegerteam. Nichts anderes erwartet von Team FIFA. Ja, ganz klar. Ich habe es ja schon von Anfang an gesagt, wir können gar nicht verlieren, ne? Auch ja, wenn da jetzt schlechte Verlierer dabei sind und meinen, sie müssen uns jetzt in die Luft sprengen. Aber das kennen wir ja von dem Team, besonders von der Killer-Garnele, dass die schlechteste Verlierer überhaupt ist. Ja, ich bin ein schlechter Verlierer. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Genau. Also. Wir gehen jetzt erstmal noch eine Runde feiern. Den Sieg feiern. Ja, wir gehen jetzt eine Runde feiern, ja. Wir gehen jetzt eine Runde mit dem Simon feiern. Die anderen beiden bleiben draußen. Der Arnold geht nicht mit, der war gestern schon feiern. Richtig. Ja, der hat jetzt auch das Schlusswort verdient mit seiner grandiosen Mike-Stimme. Oh, ja. Fuck. Okay, das war dann das Schlusswort. Oh, fuck. Bis dann, Leute. Ciao. Woo!